Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von Rise of Industry. Und heute ist es soweit. Wir werden Eggstock aufleveln. Achtung, hier passiert es. 3,4 Millionen einfach so raus hier, ne? Weil wir es können. So, und jetzt? Keine Ahnung. Habe nichts gehört. Vielleicht dauert das noch ein bisschen, keine Ahnung. Dann warten wir ein bisschen ab. Was passiert? Das letzte Mal, wie gesagt, haben wir ein bisschen modifiziert, ein paar Sachen hier abgerissen, die wir nicht brauchen, damit wir wieder Kosten einsparen. Ist es mit dir? Achso, ich muss ein. Ah, genau, sowas. Halt, stopp, stopp, stopp. Bevor die wachsen können, muss ich erstmal ein Geschäft auswählen. Genau, so war es hier. Wähle ein Geschäft, um aufzutauchen. So, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, welche Strategie wir fahren. Eisenbahn, Keramik, Spielzeugläden. Was soll Eggstock langfristig sein? Schauen wir nochmal uns diesen Tech Tree an. Jetzt muss man ein bisschen mitdenken. Also Schreinerei wäre das hier. Da müssen wir uns auf das hier konzentrieren. Oder wir konzentrieren uns auf Textil. Dann wäre das hier unsere Marschroute. Beeren, Baumwollfelder, Faserstoffe, Farbe. Oder Spielzeug. Ja. Oder das andere war, das war irgendwas mit Eisen, war das, gell? Ja. So weit, so gut, ne? Leichtindustrie oder das andere? Oder Papier war das noch, gell? Das nächste. Was war das? Genau, Wand. Baurüstungen. Tja, Eisenbahn. Ja, also entweder Spielzeug oder Kleidung. Spielzeug oder Kleidung. Schauen wir nochmal hier an. Textil. Ja, wird es teuer hier. Wo können wir denn am besten weitermachen? Holzbretter. Die Kosten sind ungefähr dieselben, ne? Also das ist jetzt dann wurscht. Die nächste Stufe wird teuer werden, das sieht man hier, wir sollten es mal mit Textil probieren, würde ich sagen. Weiß aber jetzt, Moment, wie war das? Oh, doch, Schreinerei. Also, Freunde, es ist echt nicht einfach. Ich weiß es nicht. Oder machen wir doch lieber Holz? Machen wir lieber Schreinerei, würde ich sagen. Ja, machen wir Schreinerei. Spielzeugläden. Mümmelbasis, Wandplatten, Bekleidung, Winterkleidung, Keramik, Easter Eggs. Was ist
Spielzeug da. Ich glaube, wir machen wirklich mit Spielzeug weiter. Da brauchen wir auch noch Glas übrigens, ne? Also, ihr seht, jetzt verzahnt sich der schon ein bisschen hier. Glas. Wo ist denn hier Glas? Irgendwo war doch. Da. Dann verzahnt sich das. Wir brauchen nämlich Glas für das Spielzeug dann am Schluss. Hier, ne? Okay, wir nehmen Spielzeug. Vom Party! Ein Traum. So, da ist der Spielzeugladen. So schaut's aus. Und jetzt, ja, wird's wirklich interessant. Gut, wie machen wir denn weiter jetzt? Müssen wir mal gucken. Achso, Spielzeugladen, ja. Bevor wir da weitermachen, Füllmaterial produziert. Okay. Oh je, jetzt wird's wirklich. Jetzt wird's wirklich heiß. Entschuldigung, muss ich kurz husten. Bah, es ist echt. Die Straßen wäre auch nochmal eine Idee, ne? Da wären wir ein bisschen schneller unterwegs. Machen wir mal das, da würde ich sagen. Straßenbau. Lass mal laufen. Wie viel kostet der Spaß hier? 1,8 Millionen. Naja, das wird nicht besser werden. Ah ja, Voraussetzungen Holz. Dann können wir schon mal Spielzeugmöbel bauen. Okay. Und Holzzug. Fürs Füllmaterial brauchen wir aber Schafe, ne? Nur so am Rande bemerken. Ist klar, ne? Ist klar. Die Eier müssen weg. Milch haben wir gar nicht vorrätig, ne? Fällt mir gerade so auf, so nebenbei. Könnten noch mal eigentlich vielleicht jeweils eine, wie sagt man, eine Rinderfarm und eine Hühnerstation bauen, oder? Wie wären das? Das wäre doch mal eine Idee. Die Frage ist nur, wohin? Wasser, wie schaut es eigentlich mit Wasser aus? Wir haben genügend auf Lager, okay, das passt. Ich will hier hin. Genau. Da will er hin. So. Eine Hühnerfarm bitte. Nee.
Einmal. Zwei. Drei. Damit sind genau. Hühnerfarm 3. Sehr gut. Dann machen wir hier die Straße hin. Findet er den Weg auch hin? Hühner 3 bitte, ja. Lagerhaus, ja. Macht er, sehr gut. Das macht er. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine hin, und zwar da macht man die Straße weiter. Die kann ruhig hier rüber gehen. Und dann würde ich sagen, machen wir noch eine Rinderfarm dahin, und zwar ja, so nicht. Warte mal, ist das hier die Grenzung? Ja, so, das ist. Ja, die können alle so zusammen, das ist blöde. Ne? Das ist jetzt blöd. Irgendwie ganz blöd gebaut. Außerdem kommt er noch hin überhaupt. Nee, da kommt so gar nicht mehr hin. Pass auf, dann machen wir es anders. Dann werden wir jetzt den wegnehmen hier, den da. Und werden das hier kompensieren mit dem da. Tut mir leid, das ist jetzt blöde, aber ich möchte jetzt hier nicht unbedingt den Platz hier verschwenden. Beziehungsweise hier unnötig. Das soll man hier so. Dann machen wir hier Feld hinzufügen, würde ich sagen. Kann nicht gebaut werden, okay. So. Und na sag's, Getreidefarmen, Feldfrucht, die bauen wir hier hin. So, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert mit dem, warte mal, Terraforming, genau. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen kostenintensiv, aber ich möchte hier unbedingt. Wow. Jesus, halbe Million. Bauplanung. Achso. Genau, weil ich möchte hier Felder hinsetzen. Lässt er mich nicht, ne? Das ist clever. Der ist schon ein bisschen clever, das Ding hier, ne? So macht es. Genau. Und dann bitte nochmal eins. Das wird jetzt ein bisschen teuer werden, das Ganze hier, aber das muss jetzt sein. Sonst kommen wir nicht weiter. So. Und play. Zinsen für neuen Kredit um 25% für 14 Monate reduziert. Brauchen wir neuen Kredit? Nee, oder? Nee, brauche ich jetzt nicht. Läuft der eigentlich immer noch, der alte? Okay, Straßenbau ist noch in Entwicklung. Damit wir mal schneller fahren, würde ich sagen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall, würde ich sagen, mal ein bisschen was in Zukunft. Oh, das Getreide geht rapide runter.
Wasser auch natürlich jetzt, ist klar. Es wird ein teures Jahr werden, aber es hilft nichts. So, jetzt wird das Getreide wieder fertig. Ei, ei, ei. Ah ja, okay, jetzt kommt das Getreide wieder rein. Sehr gut. Glück gehabt. Ja, Wasser. Ist so an der Grenze. Ja, geht doch einigermaßen. Was ist hier los? Bremerhaven? Nee, das kann man sich nicht leisten. Abgeschlossen, okay, sehr gut. Was haben wir hier? Äpfel 74. Ja, das ist gut. Holz. Rohgummi. Oh, nee, Rohgummi liefern wir ja. Oder? Wie war das? Rohgummi liefern wir. Wasser, okay, das passt auch noch. Und was sieht es da oben aus? Gemüse ist gar nicht drin. Ganz schlecht. Wieso die dahin liefern, ich verstehe das nicht. Naja, also geht, geht. Einigermaßen stabil, würde ich sagen. So, jetzt der nächste Schritt. Moment. Wir können mal hier kurz die Straße upgraden, wenn das geht. Mal gucken hier. So. Und so. Und so. Und so. Oder auch nicht. Das sind nämlich etwas schneller unterwegs, die Herrschaften hier. Dasselbe gilt für die Straße hier. Die sind nämlich auch noch ziemlich befahren. So. Und natürlich auch da hinten, würde ich sagen. Und hier hin. So, das reicht jetzt erstmal. Achso, die da vielleicht. Das wäre nur eine Idee. Das wird ja auch noch upgraden hier. So. Und hier noch hoch. Ja, das reicht erstmal. Dann fahren Sie ein bisschen schneller, ne? Gut. So, jetzt ist die Frage, der nächste Schritt in unserem Plan war, entweder hier die Kugeln oder hier erstmal eins auf Holzzug und Spielzeugmöbel. Da brauchen wir aber dann jeweils die Spielzeugfabrik, ne? Spielzeugfabrik. Haben wir die schon freigeschaltet? Spielzeugfabrik? Nee. 600.000. Okay. Ja, ist interessant. Machen wir mal hier den Holzzug als erstes. Das, was ich jetzt nicht verstehe, ist, Moment. Getränkefabrik. Mir passt Orangenlimo. Essensfabrik. Konserven. Prototypenanlagen. Nee. Luftreiniger. Spielzeugfabrik. Okay, nee, passt. Ja, jetzt müssen wir halt warten. Wir könnten eigentlich noch was in Auftrag geben, oder? Weil dann geht es ein bisschen schneller, würde ich sagen, die Folge, ja. Warte mal, Füllmaterial oder soll man lieber. Brauchen Schafe, das ist das nächste, was wir auf jeden Fall brauchen. Ohne das geht es gar nicht. So, also nehmen wir das nächste mit dazu. Ist es in der Schleife praktisch? Nächster, jetzt müssen wir wieder ein bisschen hier warten.
Ist immer so ein Auswählen, ein bisschen warten, zuschauen. Hühner sind voll, glaube ich. Ja, Ziellager ist voll, 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 ist mir schon klar. Aber das ist ein gutes Zeichen, weil dann weiß ich, dass wir hier genügend dran schaffen hier. An Rohmaterialien oder an Rohstoffen. Ja, Äpfel sind auch am Gedeihen hier, ne? Kartoffelchen. Geht auch. Das Gemüse ist noch ein bisschen schwach auf der Brust, aber es geht. Olivenöl. Olivenöl könnte man eigentlich da noch nicht mal noch eins bauen, oder was sieht es da aus? 74, eigentlich könnte man noch eine bauen. Eine Fabrik. Stopp, stopp, stopp. Warte mal, könnte man noch eine hinsetzen hier. Warte mal, machen wir mal den Weg hier anders. Dann können wir noch mehr Olivenöl verkaufen, würde ich sagen. So. Wieder die Straße hier schließen. So. Und Play. Olivenöl 2. Wo lieferst du hin? Lagerhaus 2, oder? Genauso wie das 1er. Genau. Ja, und du bekommst dann hoffentlich das Olivenöl dann von hier. Ziele. Olivenöl. Ziel wählen. Dahin. Ja, und von da aus dann das Olivenöl dann wieder runter, oder? Lebensmittelgeschäft, genau. Perfekt. Ja, weil wir brauchen das Zeug nicht auf Lager halten. Das ist ja Schwachsinn, ne? Und wenn ich hier sehe, dass wir Olivenöl hier in rauen Mengen haben, hier 67, das ist doch kein, macht doch keinen Sinn. Holz wird bald weggehen, ja, ist klar. Okay. So, ein bisschen Gas geben hier. Holzzug, noch in der Folge. Auf geht's. Warte mal, da können wir auch die Straße gleich mal aktualisieren, würde ich sagen hier. Ich sehe, dass da immer mehr fließt. So. Was ist denn das für ein Käse hier schon wieder? Was? Moment mal. Schlecht gebaut. Nein, 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 nein. Nein, ich will das hier wegkriegen. Die Straße will weg. So. Übrigens, das können wir auch mal hier gerade mal machen. Hier Richtung Sand. Dann kommen die auch schneller vorwärts. So. Genau, Holzzug jetzt bitte mal fertig. Und gleich geht's über zu den Schafen. Perfekt. Jetzt weiß ich nicht. Ja, Spielzeugfabrik ist freigeschaltet. So, langsam. Jetzt blinkt ja alles auf. Ne, so. Spielzeugfabrik. Wo setzen wir die hin? Ne? Wo bauen wir die hin, meine Freunde? Wir müssen schauen, dass der Verkehr nicht hier zum Erliegen kommt hier oben. Ich würde sagen, wir bauen die vielleicht hier hin. Die Fabrik. Oder die Fabrik kennen, weil wir haben ja noch mehrere. Das wird, glaube ich, ganz gut passen, wenn wir die so in die Ecke setzen. Hier übrigens ist Eisen. Da müssen wir aufpassen. Na, machen wir vielleicht hier hin. Langsam. So. So, jetzt müssen wir nur gucken. Wie machen wir das am besten mit der Straßenfindung? Wo fahren die am besten entlang? Ich würde sagen, wir setzen hier mal so eine Straße raus. Möglichst weit weg, damit da nichts passiert mit. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Abgasen und so. Emissionen. So, Fabriken, Spielzeugfabrik. Dann bauen wir das so hin, dass wir
Also sehr gut. So und so. Und dann bauen wir die erste Fabrik, würde ich sagen, dahin. Und ein Lagerhaus natürlich in die Mitte. Ist auch klar. Lagerhaus. Möglichst in die Mitte, ja genau. Damit er hier ja nicht was passieren kann. Warte mal. So. Ja, so ist gut. In die Mitte, bitte. Passt. Okay. So, und jetzt Spielzeugfabrik. Die brauchen Holz. Dann kommt der Zug. Okay, jetzt lassen wir das Holz praktisch ja, vom Lagerhaus darüber liefern, würde ich sagen. Einmal da quer durch die Stadt durch, das macht aber nichts. Probieren wir es mal, ob das funktioniert. Spielzeugfabrik. Ne? Und wenn der liefert das dann praktisch hierhin, ans Lagerhaus, genau. Und dann zurück in die Stadt, genau. Okay, gut, dann haben wir den Plan für das nächste Mal. Und dann sehen wir uns ja, in der nächsten Folge. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschö.